ist für uns ein großer Ausfall, menschlich wie auch Fußball, also sportlich, weil er einfach wirklich eine große Fähigkeit hat in beiden Bereichen. Und wir werden es als Mannschaft wettmachen müssen, dass wir noch enger zusammenrücken. Man hat sich darauf geeinigt, dass er nicht operiert wird, sondern dass wir das konservativ behandeln. Er im Grunde jetzt sofort mit der Reha anfängt. Jetzt müssen wir weiter genau das machen, was wir jetzt auch in der Vorbereitung gemacht haben, nämlich als Mannschaft auftreten und das jetzt aus unseren eigenen Reihen auch wettmachen. Das ist eine Chance für Spieler, die jetzt hinten dran waren. Und wir haben auch, das ist auch was, was wir auch ernst meinen, wenn wir sagen, jeder ist wichtig im Kader und jeder wird gebraucht. Aber es ist einfach so, dass das Leverkusen einfach immer wieder eine Top-Mannschaft stellt. Ich freue mich aber auf das Spiel, weil ich finde das Stadion sehr gut. Trotz dessen, dass ich nur ein Jahr da war, gute Erinnerung, hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, da zu arbeiten, vor allem mit wirklich sehr, sehr guten Fußballern, die sich nachher auch ja, überall nochmal weiterentwickelt haben. Und ja, wie gesagt, deswegen komme ich da trotzdem gerne hin und ja, nichts dagegen, da mal was mitzunehmen.